Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Dienstag, der 1. Dezember 2020, hier um etwa 7:30 auf Mondonia. Woran denkt ihr, wenn der Dezember beginnt? Ich denke da sofort an den Spielzeugtag und Festtagsfreude. Hoffentlich findet uns der liebe Weihnachtsmann auch auf unserer Insel. Ach, bestimmt wird er das. Und um schon mal ein bisschen Feiertagsstimmung aufkommen zu lassen, wird das Service Center hübsch dekoriert. Wie ihr seht, gibt es so einiges, auf das ihr euch in diesem Monat freuen könnt. So, das war's für heute. Viel Spaß noch. Ah, den werde ich haben. Dezember! Woo! Willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons. Ich bin richtig hyped. Allerdings habe ich leider schon gesehen, dass noch kein Schnee da ist, aber dichter Nebel dafür. Was mich aber nicht davon abhält, trotzdem schon mal einen Part aufzunehmen, denn wir können auf jeden Fall schon mal die Fische vervollständigen. Und das wird das Hauptziel dieses Parts sein. Wir bekommen Zinsen. Weg damit. Brauche ich nicht. Von unserer Mama kriegen wir wieder was. Hier schneit es so stark, dass ja sogar der Postbote zu Hause bleibt, wenn du diese Karte in den Händen hältst. Hat sich die Situation aber wohl schon wieder entspannt. Ey, das ist echt eine schöne Karte. So eine will ich bitte jetzt auch verschicken können. Dann würde ich das tun. Weil das sieht echt hübsch aus. So. Den Strickpulli. Oh ja, den behalte ich gleich an, auch wenn mein restliches Outfit vielleicht nicht wahnsinnig perfekt dazu passt. Wir könnten uns auf jeden Fall umziehen. Ja, heute wird ein Chill-Part, weil es liegt noch kein Schnee und ja, selbst dann würde es eigentlich ein Chill-Part werden. Es gibt kein Event oder irgendwas. Ich brauche mal was Gemütliches. Mach mal bitte Ich liebe dich an. Ich glaube, das ist gemütlich genug. So. Ich habe auch den Boden ausgetauscht, wie ihr seht, den Arabeskenboden jetzt mal hingelegt. Die Pilze kann ich auf jeden Fall ins Lager schmeißen. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich hier reingegangen bin. Um mal wieder ein bisschen Ordnung zu schaffen. Die Asientoilette kann verkauft werden. KK Pop habe ich bekommen. Ah, cool. Ich wusste nicht, was ich mir am Samstag angehört habe, weil ich habe es nebenbei laufen lassen. So und so. Und ja, das ist es eigentlich. Fossilien können wir direkt analysieren lassen. Allerdings sollte ich mir vielleicht schon mal ein paar Angeln craften. Weil ich weiß nicht, wie schnell wir den Fisch finden werden, fangen werden. Ich kann schon mal sagen, es handelt sich um den Stint. Ich glaube, es ist Stint. Ich habe es zumindest damals auch immer so ausgesprochen im Cityfolk-Teil. Und das ist der letzte Fisch, der noch fehlt von Dezember bis Februar. Ich habe heute Morgen direkt in meiner App geschaut und ja, das sollte der Fisch sein, der noch fehlt. Und wenn wir den haben, dann haben wir alle Fische gefangen und wenn wir den spenden, haben wir alle Fische gespendet. Wie auch immer, sollten wir dann auf jeden Fall die Goldangel craften können. Was ich dann auch machen würde. Ich weiß gar nicht, wie viel Golderz ich noch habe. Ich glaube nur so 3-4 Stück, wenn überhaupt. Aber ja, es ist schon sehr neblig. Und ich habe mir auch Gedanken gemacht, so ja, soll ich jetzt, es ist ja Dezember, soll ich jetzt noch warten? Hier sehen wir schon mal Nukes Ladendekoration. Damit ich Sachen bei Nuke kaufen kann, damit ich Sachen der Schneiderei kaufen kann. Ich habe mich im Endeffekt jetzt dagegen entschieden, weil zum einen passt das jetzt besser in meinen Arbeitsrhythmus, dann kann ich so ab 8 ungefähr anfangen zu arbeiten. Und ich weiß nicht, wenn, dann könnte man auch einen neuen Part machen, dachte ich mir so. Aber da eh noch kein Schnee liegt, werde ich dann wahrscheinlich heute keinen weiteren Part machen. Weil ich würde dann erst einen machen, wenn es schneit. Weil auch dann können wir halt leider erst das letzte Insekt fangen. Das ist nämlich der Mistkäfer am Schneeball. Wenn es kein Schnee hier, wenn kein Schnee rumliegt, dann können wir auch keinen Schneeball finden. Hier sehen wir die Festtagsdekoration, sehr schön. Ich muss noch meine Flagge updaten endlich. Nicht wahr? Morgen, bin wohl wieder viel zu früh aufgestanden, als dass uns da müsste. Jetzt brauche ich Kaffee. Lass uns quatschen. Was geht, Maka? Willst du mit mir abhängen? Ja, warum nicht? Das cool State Girl von Mondonia spricht gerade mit mir, ja? War eine gute Idee von Lucia hierher zu ziehen. Also, Mondonia hat dich und den beliebtesten zukünftigen Popstar, mich. Na klar, weißt du schon, aber es macht immer Spaß, es zu sagen. Ja, mit uns beiden ist jeder Tag hier 100-Millionen-prozentig der Megahammer. Fühl ich. Ja, ich auch. Absolut. Und ich glaube, ich würde jetzt echt tatsächlich kurz mal mein Outfit updaten. Der Pulli ist doch eigentlich schon ganz schön. Bin mal gespannt, was so Lucia und Finn für Farben haben. Ich hoffe, es gibt einen in Blau, vielleicht sogar in Babyblau. Ich fände es echt wundervoll. Den würde ich mir auf jeden Fall auch anziehen wollen. Ich brauche auf jeden Fall noch eine gemütliche Hose. Ich habe nur so Stoffhosen halt und die sind, na gut, die gehen eigentlich voll klar. Ich glaube, die passt ganz in Ordnung dazu.
vielleicht direkt so eine schöne Strickmütze hier, perfekt. Wir könnten uns auch so eine anziehen, aber die ist mir ein bisschen zu schläfrig irgendwie. Ich würde dann doch eher die Aran-Muster-Mütze bevorzugen, zumindest vorerst. Bleibt bei meiner Brille, die ich so anhab. Genau. Schuhe vielleicht. Was haben wir noch hier so? Guck mal, hier sowas vielleicht. Ja, das ist aber wieder zu edel. Stiefel vielleicht. Wichtelstiefel. Keine Ahnung. Ich glaube, da brauche ich auch noch ein paar coole Winterstiefel. Schwierig, schwierig. Also ich habe jetzt nicht so die wahnsinnig tollen Sachen. Dann gehe ich tatsächlich mal mit den Legendenstiefeln, mit den Stiefeln von Link quasi. So. Ich glaube, ich habe noch nie Stiefel getragen in diesem Spiel. Aber es war ja auch immer Frühling, Winter oder Frühling, Sommer oder Herbst und da passt das einfach nicht so schön, finde ich. Ha, ja, wundervoll. Also ich glaube, so dichten Nebel hatte ich echt noch nie. Vor ein paar Tagen war schon mal so dichter Nebel. Aber... andersrum. Vor ein paar Tagen war schon dichter Nebel, aber ich glaube, der hier ist nochmal dichter. Es ist schon krass. Also da kommt wohl eine Wetterfront auf uns zu. Ich bemühe mich auch auf jeden Fall, hier das DIY am Meer zu finden. Eventuell ist da ja was Tolles Neues drin. Es gibt jetzt wahrscheinlich jetzt ab heute wieder saisonale Sachen. Apropos, genau, es gibt noch ein paar Sachen, die ich euch mit auf den Weg geben kann. Was haben wir denn hier jetzt? Ah, die Aurora-Tapete. Oh mein Gott, sieht die geil aus. Die bestellen wir uns direkt mal. Also saisonale Sachen gibt's wieder, genau. Der Mitwinterpulli. Es gab schon den Mitsommerpulli. Allerdings gab's auch den Mitwinterpulli schon zu kaufen. Ich glaube, das war irgendwie so ein Fail, ne? Das hat Nintendo jetzt korrigiert. Wir haben jetzt die Möglichkeit, den Mitwinterpulli zu kaufen. Aber Mitsommer eben nicht mehr. Ich glaube, im Sommer konnten wir beides kaufen. Da war quasi Nord- und Südhalbkugel zusammen im saisonalen Angebot, was halt eigentlich falsch war. So, die Pocket Camp Hülle habe ich euch schon gezeigt. Was ich euch auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben kann, das ist eine sehr, sehr geile Sache. Ich glaube, in-game nicht, ne? In-game glaube ich nicht. Aber, wer die Nintendo Switch Online hat, da kommt kein Hub dazwischen. Carlson ist am Start. Da gibt es ja den Animal Crossing Bereich. Duke Link ist der Bereich ja genannt, als App quasi. Ich habe das hier falsch angeordnet, das geht ja gar nicht. Das wurde geupdatet und um einen Katalog erweitert. Das heißt, wenn ihr jetzt die App benutzt, dann könnt ihr dort alle Items sehen, die ihr bereits besitzt im Katalog. Und könnt da auch sehr, sehr praktisch filtern. Nach Größe, nach Farbe, nach Preis. Also ihr könnt sogar eingeben, ja, ich will alle Items von 60.000 bis 80.000 Sterne sehen und dann werden die darauf gefiltert. Es ist eine sehr, sehr geile Sache und wirklich eine absolute Bereicherung. Ich weiß zwar nicht, warum es nicht in-game ist, aber für die App ist es auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr geile Sache und macht die deutlich besser. Ja. Das ist also sehr cool. Macht auch halt nur Sinn, weil man hat halt in-game dieses Handy und da gibt es diese App quasi auch. Und deswegen macht es ja nur Sinn, dass es das auch in der eigentlichen App gibt. Naja. However, ich glaube, wir könnten anfangen zu angeln. Ich habe leider kaum noch Köder, dank dem tollen Schlemmfest, wo ich auch festgestellt habe, beziehungsweise ich habe mich auch wieder erinnert dann dadurch. Das hatte ich nämlich auch gelesen. Alle Sachen, also alle Rezepte, glaube ich, die man am Ende, nachdem man die 8 Sachen gemacht hat, also die 4 Rezepte gekocht hat und verfeinert hat, die Sachen, die man dann am Ende bekommen hat, dieses DIY-Paket, was direkt ans Phone gesendet wird von Gernot. Ich glaube, das kann man tatsächlich am Menü kaufen. Ich weiß aber nicht, wie lange. Wahrscheinlich nur noch bis Ende November war das. Es ging auf jeden Fall. Und, meine Freunde, das ist schon der letzte Fisch. Ein Stint. Jetzt sitzt du in der Stinte. Das würde ja heißen. Juhu! Ich habe alle Fischarten geangelt. Jawohl. So is it, mein Freund. Hervorragend. Es ist geschafft. Ich, Theologe, ist 100%ig abgeschlossen. Angelroute-Experte oder Expertin kann ich mich jetzt nennen. Mit knapp 170.000 Meilen. Und der Entomologe kommt dann auch bald dazu, sobald Schnee fällt. Wie gesagt, da benötigen wir dann noch den Mistkäfer, der sich nur an Schneebällen befindet.
Und das würde dann also die Tage hoffentlich passieren. Ich habe mich allerdings jetzt gar nicht wegen Meerestieren informiert. Ich glaube, wenn dann ein oder zwei Meerestiere konnten wir jetzt noch fangen. Auf jeden Fall gibt es noch eine Menge im März müsste es sein, die wir fangen müssen. Und dann habe ich ja leider noch das, was nur von, ich glaube, Juni bis September oder irgendwie so fangbar ist. Könnten wir gleich nochmal schauen. So, ich weiß nicht, ob das jetzt, ob wir die Angel, die Goldangel erst bekommen, wenn wir alle gestiftet haben. Weil gerade konnten wir sie auf jeden Fall noch, wir haben jetzt noch nicht irgendwie so ein DIY erlernt oder irgendwas. Ich bin mal gespannt. Huh, das ist ganz klar ein Stint. Ich könnte Ihnen auch was Spannendes erzählen. Ja, zur Feier des Tages machen wir das. Famos, sowas lässt man sich nicht zweimal sagen. Denkt man an Stinte, denkt so mancher sofort ans Eisfischen in gefrorenen Seen oder Flüssen. Bei Eisfischen hält man die Angelschnur durch ein Loch ins Eis und, oder durch ein Loch im Eis, im Wasser, ins Wasser und wartet. Ich will ja niemandem seine Vorstellungen von Spaß verderben. Nun, ich sollte wohl nicht weiterreden. Und das war's auch im Groben. Dann will ich Ihnen dafür danken, werde es ausstellen und... das ist sie ja, die letzte Zutat im ich-theologischen Potpourri unseres Museums. Wie meinen? Ob ich das Geschöpf kochen will? Aber woher denn? Zutat war nur bildlich gesprochen. Es ist die Aufregung, ich sag's Ihnen. Eine komplettierte Sammlung. Sowas ist den wenigsten Eulen vergönnt. Ich und das ganze Museum danken Ihnen für Ihre Spenden. Wir werden Sie gut behüten, versprochen. Sie wirken Wunder für unsere bescheidene Stätte des Wissens, jawohl. Tja, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ich glaube, das hier ist die Treppe des Wissens, oder? Nicht die da, das ist nur eine Treppe, sondern das hier ist die Treppe des Wissens. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es die linke oder die rechte Treppe war. Ich meine, es war die linke, aber ich weiß es nicht. Ich habe zu lange nicht der neue Mitschüler gesehen. SpongeBob-Folge, ihr wisst Bescheid. So, ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt noch einen Fisch angeln müssen und dann beim nächsten Mal Bescheid bekommen. Ist es so? Ich versuche das jetzt einfach mal, dass ich jetzt quasi angel und dann bekomme ich einen Fisch und dann fällt dem so auf, ey, ich hab doch jetzt alle, ich könnte doch jetzt auch eigentlich eine Goldangel machen. Würde ich jetzt mal so vermuten, wenn ich jetzt noch nichts bekommen habe bis hierhin. Sonst kann ich mir höchstens vorstellen, dass wir irgendwann den Lomeus halt darauf ansprechen müssen. Weil sonst würde es alles keinen Sinn machen und ich glaube, es ist schon wieder ein Stint. Von der Größe her passt es und auch von der Position her sogar. Es ist dieselbe Position, wo ich gerade auch den ersten geangelt habe. Was in diesem Part auf jeden Fall anstehen würde, ich würde euch dann die ganze Fischgalerie-Ausstellung einmal zeigen wollen. Okay, meine Angel geht auf jeden Fall kaputt. Okay. Also ist passiert nichts. Oder ob man sie sich dann bei Noob kaufen kann, oder... Muss ich zu Melinda gehen und ihr sagen, ey, ich habe so viel für unsere Insel getan. Ich weiß es wirklich nicht. Ach, vielleicht, okay, Moment. Vielleicht muss ich einfach nur in die Fauna PD gehen. Und den letzten Fisch ansprechen, oder? Es gibt so viele Möglichkeiten, ne? Also ich habe mich da halt echt nicht informiert, weil ich dachte, ja, das passiert halt schon. Bei der Gold-Axt zum Beispiel, da hat man ja auch einfach die 300 Sachen da zerhackt und dann alle Dude. Dann hat man direkt das Rezept bekommen von wegen so, ich könnte auch das und das machen. So, ich würde sagen, wir scrollen hier einfach einmal durch, damit man das mal gesehen hat. Ist das nicht toll? Der Frosch hat sich gerade bewegt, ich habe es genau gesehen. Ach so, weil ich drauf war. Okay, die schweben dann so. Ich habe mir diese Ansicht nur ein einziges Mal, glaube ich, gegönnt. Da oben ist, glaube ich, sogar der Stint, ne? Da ist der Stint. Da sehen wir ihn nochmal. Ist das nicht toll? Ja. Was war denn wohl das Schwerste zu fangen? Also tatsächlich habe ich mit dem Stör, den wir da oben, glaube ich, ist das... Nee, was ist der Stör? Da. Das Teil, ne? Das gab es ja damals noch im März gerade so zu fangen. Das habe ich in den letzten Tagen dann also... Ich meine, gut, das Spiel kam ja sowieso erst am 20. raus, aber dann in den letzten 2-3 Tagen habe ich dann intensiv versucht, den Stör zu fangen. Der ist ja, glaube ich, nur, genau, steht da auch, nur in der Flussmündung zu finden und ist halt ein riesiger Schatten. Ich habe den jetzt die letzten Tage häufiger geangelt, aber damals im März war das tatsächlich eine ziemlich schwierige Herausforderung, den zu fischen. Aber ich glaube, die Pierfische waren wirklich das Schlimmste. Also muss ich so sagen, die Pierfische waren wirklich das, was mich am meisten Nerven gekostet hat, oder am meisten Köder auch vor allem. Dazu zählt also der Thunfisch, der Marlin,
Die Stachelmakrele war, glaube ich, auch nur am Pier zu fangen, genau, am Steg. Und die Goldmakrele. Genau, diese vier Fische, die wir hier sehen, diese großen, die waren wirklich die schwierigsten. Mit Abstand. Haie kamen tatsächlich in diesem Spiel relativ viele vor. Und der Quastenflosser war jetzt auch nicht so besonders schwer zu fangen. Ja, so viel zu Fischen. Dann würde ich gleich auf jeden Fall noch ins Museum gehen wollen. Ich möchte aber eigentlich schon ganz gerne wissen, wie ich das Ding jetzt craften kann. Also wie ich das Rezept bekomme. Hier unten ist das Achievement, genau. Da sollten wir jetzt eigentlich einen weiteren Stempel bekommen. Den ersten seit April. Aber wie und wo und... Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich auch mit einer normalen Angel angeln. Und nicht mit einer Wackelangel. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es auch noch ein zusätzliches Kriterium. Von wegen, man muss mindestens so und so viele Fische geangelt haben. Oh, fuck. Moment. Moment, sag mal. Kann es sein, dass man die gar nicht durch das Ichthyologe-Abzeichen bekommt, sondern durch das andere? Das fände ich aber ehrlich gesagt ein bisschen dumm. Kann es sein, dass man das nicht durch Ichthyologe bekommt, sondern durch Angelmeister? Wenn ja, fände ich das ein bisschen schwach eigentlich. Vielleicht dann durch die Kombination, aber ich glaube, das könnte sogar eher sein, oder? Ich werde es mir mal schneller googeln. Okay, also das ist eigentlich richtig. Hier steht bei Eurogamer zum Beispiel, if you want to craft the golden fishing rod in New Horizons, then, like in previous Animal Crossing games, you need to complete the fish section of the Critterpedia. Oder wie auch immer. Ich glaube, das ist ein Rechtschreibfehler hier. Die haben ja Paida geschrieben und nicht Pedia. Okay. Ja, this task will take you around about a year, bla bla, klar. Ja, und das ist es hier. Dann steht hier noch so, ja, by doing so, you will earn the DIY recipe for the golden fishing rod. Ja. Nö. Ich spreche nochmal mit Eugen. Vielleicht hat's ja doch mit dem Museum zu tun. Wenn nicht, dann kann ich immerhin meine Fossilien analysieren. Ich habe ja noch ein paar dabei. Das ist schon, Also die beiden DIYs, die ich gerade in der Tasche habe, sind auf jeden Fall nicht die ich jetzt hier... Also die hatte ich schon. Das ist jetzt nicht irgendwie Neues oder so. Und meine DIY-App hat ja auch nicht geblinkt, also es ist jetzt auch nicht einfach ganz... geheim da reingerutscht oder so. Das, nö, also goldenen Tools habe ich jetzt nur diese drei Sachen bisher. Was wollte ich nochmal nachschauen? Achso, meine Tasche. Nochmal ganz schnell. Das ist jetzt der Holzfäller-Rucksack und das Terrarium. Die würde ich auch beide der Lucia mal übergeben. Okay, ich google nochmal ein bisschen weiter. Okay. IGN hat die Lösung. In total there are 80 fish to be caught in the game. Once you have caught every fish, donating is not required. You will receive a DIY recipe in the mail. Das heißt, wir werden das leider erst per Post bekommen und damit wahrscheinlich erst morgen. Ich guck gleich nochmal vorbei, ob vielleicht doch schon was angekommen ist. Wenn nicht, dann ja, würde ich sagen, craften wir das Ding, sobald wir Schnee haben. Dann wird es einen neuen Part geben und dann werden wir die Angel auch craften können. Gut, das heißt noch keine goldene Angel in diesem Part, aber immerhin schon mal alle Fische. Das ist ja auch was. Und jetzt können wir uns nochmal ganz schön alle Fische anschauen und ein bisschen entspannen. Was haben wir denn hier so drin? Hier sind der Kilifisch, der Goldfisch, das Teleskopauge, der Ranchu, der Guppy. Und daneben glaube ich noch was, ne? Genau, Neonsaimler sind hier drin, der Kampffisch, einer der schönsten Fische des Spiels. Ich glaube, das ist mein Lieblingsfisch tatsächlich. Die Saugbarbe, der saugt, ich glaube die. Regenbogenfisch, auch ein sehr schöner Fisch. Ach, erinnert mich gleich wieder an das Kinderbuch. Der Skalar. Eigentlich auch ein sehr schönes Aquarium. Also auch von der Form her sehr, sehr cool. Genauso wie dieser Teich hier. Wundervoll. Kann ich hier? Ja, hier kann ich schon was machen. Okay. Der Sonnenbarsch ist hier drin. Der Barsch. Der Karpfen. Der Keulkarpfen. Man sieht ja auch immer schön so die Zeiten, wann ich die gefangen habe. Die Weißschildkröte. Ist daneben was anderes? Ja. Die Kaulquappe. Der Frosch. Der Bitterling. Die Bachschmerle. Der Katzenwels. Und des Weiteren sind hier drin der Flusskrebs. Der Schlangenkopf.
Der Knochenhecht, den man kaum sieht. Der normale Hecht, der kommt da hervor. Die Schnappschildkröte und das scheint es gewesen zu sein. Ist einfach so cool gemacht, ne? Also dieses Museum ist einfach so genial, wirklich. Richtig toll. So, dann gehen wir mal hier wieder hin. Da ist der Stint, den haben wir gerade erst gefangen. Der Lachs, der Königslachs, der Stör und die Wollhandkrabbe. Das sollte auch alles sein, was in diesem kleinen Habitat hier ist. Das ist auch so schön gemacht mit dieser Trennung und ich glaube, das sind dann halt entsprechend die Fische, die halt so in dieser Flussmündung sind. Weil da sieht man ja quasi, wie es dann so tiefer reingeht und dann quasi so. Na gut, der Stint war jetzt halt am Wasserfall, so deswegen ist er vielleicht da drin. Keine Ahnung genau. Außerdem ist hier noch der Pfeilschwanzkrebs drin. Ah, guck mal. Das ist, soweit ich weiß, ja ein Meerestier, ne? Die müssten ja auch irgendwo untergekommen sein. Das ist in dem Fall so. Hier haben wir dann den Döbel, den Tilapia, die man irgendwie im, ich glaube so August, September ziemlich häufig bekommen hat. Der Huchen, der Hasel, sowie Flussgrundel, Flussbarsch und der Aju und die Karausche ebenfalls. Ach, es ist einfach so schön, ne? Goldforelle haben wir hier, den Masulachs, den Saibling. Ich kack ab. Saibling. Wollte ich auf jeden Fall sagen. Ah. Die Ansicht habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen, weil ich hier noch nie so lange stehen geblieben bin. Weil ich das alles heute tun wollte. Piranha ist hier am Start. Der Flösselhecht. Der Lachssalmler. Sowie Arowana und Arapaima, ne? Genau. Es ist so beruhigend, ne? Ist das schön. Ist das schön. So, ab in die nächste Ausstellung. Drei Räume müsste es ja gegeben haben, ne? Ich werde bitte keinen übersehen diesmal. Das wäre nicht so schön. Das ist ja, glaube ich, mein Lieblingsaquarium eigentlich. Hier haben wir die Goldmakrele. Ganz viele Sardellen. Den Marlin. Auch einen meiner Lieblingsfische. Den Thunfisch, den finde ich auch ganz cool. Die Stachelmakrele. Und an der anderen Seite steht wahrscheinlich der Rest. Dann haben wir noch den Walhai, den Schiffshalter, die Makrele, den Mondfisch, den Hai. Der Hammerhai ist hier gar nicht drin, lol. Ich dachte eigentlich, der ist hier drin. Naja. Aber auch toll, da sind einfach so Sachen wie Mondfisch, Hai, Walhai und dann einfach die Makrele. Richtig cool. Guck mal, hier sieht man sogar so ein bisschen an der Seite. Da ist zum Beispiel der... Ganz links oben ist wahrscheinlich der, gab's den Sägehai hier? Scheiße. Auf jeden Fall oben rechts ist der Mondfisch, das sieht man ganz gut. Der Hai ist, glaube ich, irgendwo ganz links unten. Und was daneben so ist, weiß ich nicht. Ah, coole Sache. Sehr coole Sache. Also auch auf diesen kleinen Bildern erkennt man teilweise sogar wirklich die Fische. Das ist eine sehr schöne Sache. So, hier sind auf jeden Fall wieder Meerestiere am Start, sehe ich. Der Vampirtintenfisch ist so einer. Die Riesenassel, Sgotoplanis. Theoretisch will ich die ja jetzt gar nicht mit vorlesen, weil die müssen wir sowieso nochmal anschauen. Der Gießkannenschwamm. Aber machen wir natürlich trotzdem. So, hier haben wir dann den Glaskopffisch. Der war, glaube ich, irgendwie nur nachts zu fangen im Sommer und das war ein bisschen problematischer dann. Der Riemenfisch, auch ein sehr cooler Fisch. Anglerfisch. Ich dachte gerade, der ist so riesig, aber dahinter ist direkt der Quastenflosser. Hat mich gerade ein bisschen verwundert. Außerdem haben wir hier noch nichts anderes, weil das ist dasselbe. Moment. Hier, die Schneekrabbe, das Perlboot. Und das ist es. Sehr cooles Ding auch. Aber gut, das muss ich jetzt eigentlich nicht durchweg hier betonen. Es ist einfach eine sehr, sehr geile Galerie. Kann man auf jeden Fall mal wieder hinkommen. Zwischendurch. Und auf jeden Fall Besucher hier hinlotsen, weil es ist einfach cool. Es ist einfach schön. Vor allem, wenn man es mit alten Museen vergleicht. Einfach richtig toll. Ich hoffe, ich übersehe einfach keine Tafel. Also ich glaube Aquarien nicht, aber vielleicht übersehe ich eine Tafel. Das könnte leider passieren. Hier sind die Ohrenquallen drin und das ist auch das Einzige, was hier drin ist. Das ist dann wahrscheinlich für den Glaskasten hier rechts, genau. Die Kammmuschel haben wir hier, die Königskrabbe, Seeigel, Babylon, Seeschnecke, Botan, Garnele. Und Seeengel auf jeden Fall. Genau.
Die sind auch, glaube ich, immer strikt getrennt, oder? Meerestiere, also Meerestiertafeln und Fischtafeln. Hier haben wir den Regenschirm-Oktopus. Müsste auch ein Meerestier sein entsprechend. Kuruma-Garnele, Seeanemone, Nacktkiemer, Miesmuschel. Und Fische, Anemonenfisch, Palettendoktorfisch, Falterfisch, Nasenmuräne, Napoleonfisch, der jetzt nur halb im Bild ist. Wahrscheinlich wieder mehr Meerestiere, genau, der Röhrenaal, die Seegurke, auch noch relativ frisch. Wobei, ist auch schon wieder ein Monat her, krass. Languste, Fangschreckenkrebs, weitere Fische noch? Kriechsprossalge, ich glaube nein. Meeresstrudelwurm, Perlmuschel und die Gigas Riesenmuschel, die echt schwer zu fangen ist. Schön, schön. Dann haben wir jetzt noch die Mitte hier und dann sind wir, glaube ich, fertig. Wobei, nee, in der Mitte sind gar keine Tafeln. Die sind alle hier unten. Der Rotfeuerfisch, der Schnabelbarsch, der das Herbstfest ein bisschen oder das Schlemmfest ein bisschen erschwert hat. Da ist der Hammerhai. Seebarsch. Dann ein Pazifik-Taschenkrebs. Auch der ist ja neulich erst wieder benötigt worden. Die Krabbe da oben geht ein bisschen ab. Eine Seeananas, habe ich das richtig gelesen? Und die Gazami-Krabbe, die hier so ein bisschen am Abgehen ist. Der Oktopus und die Auster. Der Kaiserschnapper, die Klische, Sägehai, sehen wir jetzt gerade gar nicht. Flunder, wo ist der Sägehai? Ach, da ist der Sägehai, da sehen wir ihn. Der Kalmar, die Moräne, der Rochen, der ein bisschen traurig aussieht. Aber das war's noch nicht, genau. Hier haben wir noch das Seepferdchen, den Kugelfisch, Igelfisch und den Hammerhai, genau, den wusste ich noch, dass es den hier auf jeden Fall noch gibt hier. Auch cool, wie der hier von Aquarium zu Aquarium schwimmen kann. Das habe ich so noch gar nicht verstanden, so den Aufbau, wie das hier aufgebaut ist. Ach so, ja, da sind nur Röhren dazwischen, genau, das ist, ah ja. Jetzt verstehe ich auch den Aufbau. Coole Sache. Das war's, oder? Oder hatte ich jetzt noch... Moment, Seepferdchen, das war das, genau. Ist auf der anderen Tafel jetzt sowas, was ich noch nicht hatte? Genau, ja doch. Die Wakame-Alge, die Seepocke, der Seestern und die Turbanschnecke und das Seeohr. So, das heißt, jetzt müsste ich aber alle Fische und halt die paar Seekreaturen, die wir bisher haben, was auch schon einige sind, müsste ich jetzt gesehen haben in diesen Aquarien. Ist dem so? Waren das jetzt 80? Wer hat mitgezählt? Ich hoffe, dem ist so. Wenn nicht, schreibt es mir in die Kommentare, dann hole ich das nach. Aber ich glaube, wir haben jetzt jedes Schild angeklickt, entsprechend jeden Fisch hier nochmal theoretisch im Vollbild gehabt, wenn er denn zu sehen war. Und damit wäre die Fischausstellung erledigt. Ich gehe nochmal kurz hier hoch, um ganz, ganz sicher zu gehen, dass ich jetzt auch da rauskomme, wo ich erwarte, dass ich rauskomme. Ja, das habe ich erwartet. Gut, dann wäre es das. Und ich weiß nicht, wann wir die Fischausstellung jemals wieder betreten werden. Keine Ahnung, vielleicht nie. Also so in einem Part oder sowas, aber das war doch jetzt echt schön und entspannt. Und jetzt gucke ich, wie gesagt, nochmal ganz schnell, ob vielleicht doch schon die Post da war. Ob der Peter, den es hier gar nicht mehr gibt, heute besonders schnell war. Wenn ja, wäre das toll. Wenn nein, dann ist es halt so. Und jetzt sind wir sowieso 2 Minuten vor 8. Dann könnten wir eigentlich trotzdem kurz einen Blick bei Nuke reinwerfen, ob es saisonale Sachen gibt. Bitte, 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 bitte. Na. Okay. Good luck next time. Dann halt erst morgen. Na gut. Auch wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen überziehen muss. Egal. Ich warte jetzt noch gerade bis 8 Uhr. Währenddessen sammle ich noch gerade meine Flaschenpost, beziehungsweise ich versuche sie zu finden. Die habe ich nämlich noch. Ach, da ist sie. Perfekt. So muss das sein. Der Anleitungsguru Huschke. Was hast du denn? Ein Baumstamm-Pfahl-Set. Ja, toll. Das habe ich ja nicht schon 50 Mal hier irgendwo stehen. Tatsächlich nicht. Tatsächlich erst irgendwie 2 oder 3 Mal. Aber ich glaube auf dem Campingplatz. Genau hier. Und da finden wir auch gleich ein Fossil. Was wir jetzt natürlich wieder analysieren müssten bei Eugen. Ja. Kann ich nicht irgendwie auch mal einen Fernkurs machen und die selber analysieren? Dann wäre Eugen useless, ja, ist mir doch egal. Es wäre praktisch.
Und genau da ist das Problem. Etwas wäre praktisch in Animal Crossing New Horizons, das geht ja nicht. Nee, aber wirklich, ich war echt schockiert gestern, als Virginia mir das mit der App gesagt hat, mit dem Katalog, weil das ist ja theoretisch ein Quality of Life Update, Upgrade. Das ist der Wahnsinn. Das hätte ich niemals gedacht, dass sowas in irgendeiner Form überhaupt mal in dieses Spiel kommt. Und ja, tatsächlich, es gibt saisonale Sachen und hier haben wir jetzt ein Puppenhaus. Du interessierst dich für neue Waren? Wir haben kürzlich beschlossen, Spielzeug zu verkaufen. Die Produkte sind als Spielzeugtaggeschenke gedacht, weshalb wir sie bis zum 25. Dezember anbieten. Lass es uns wissen, wenn dir was ins Auge sticht. Pieks. Ja, das ist ein Puppenhaus, genau. Der Preis beträgt 4000 Sternis, geil. Das ist echt richtig weihnachtlich, weil das erinnert mich einfach mega an Playmobil. Vor allem, weil eine Seite auf ist. Ich meine, gut, das haben Puppenhäuser so an sich, aber... Früher habe ich mir immer gewünscht, dass ich mir das ganze Haus halt quasi zubauen kann, aber... Ich war mir dann doch darüber im Klaren, dass ich dann nicht mehr ins Haus komme. Und es damit so ein bisschen sinnlos ist. Ah, schön. Mal gucken, ob ich das... Das packe ich vielleicht tatsächlich oben bei... Okay, komm. Ich komme gerade wieder vom Hölzchen aufs Stöckchen. Ich habe es jetzt in diesem Part gekauft, dann machen wir das jetzt auch in diesem Part noch, weil sonst vergesse ich das sowieso wieder. Es ist jetzt theoretisch Winter. Es ist Dezember. Das Spiel hat aber noch nicht entschieden, dass richtig Winter ist und dass Schnee fällt. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall schon mal auf den Winter umrüsten. Ihr wisst, was das heißt in Bezug auf mein Obergeschoss. Das habe ich beim Herbst leider ein bisschen spät gemacht. Aber jetzt denke ich dran, das rechtzeitig zu tun. Und versuche währenddessen direkt einen tollen Ort für mein Puppenhaus zu finden. Eventuell. Ach, weißt du was? Ich glaube, das stelle ich einfach hier hin. Ans Fenster muss man nicht ran. So. Zumindest erstmal bleibt das da, glaube ich, stehen. So, das hier. Wisst ihr Bescheid. Werden wir jetzt durch die Winterversion ersetzen. Die wir natürlich ebenfalls hier im Lager haben. So, positionieren und wir sind für den Winter gewappnet. Wundervoll. Damit verabschiede ich mich jetzt aber auch aus diesem Part, bedanke mich fürs Zuschauen und wir werden uns dann wiedersehen, sobald Schnee gefallen ist. Dann werden wir auch die Goldangel craften und werden das letzte Insekt fangen und in einem Part darauf werden wir dann höchstwahrscheinlich erst den Goldkescher craften können. Und dann fehlt nur noch die Goldschaufel und dafür brauchen wir eine Menge Gulliver-Action. Also, bis zum nächsten Mal mit Schnee. Ciao.